Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, dann wollen wir mal gleich weiter reinstarten hier. Und zwar machen wir jetzt gleich mal in der Daily Ops los, denn wir sollen ja noch die Daily Ops einmal abschließen. Sollte nicht das Problem sein. Wir haben zwar Verbindungsgerät, Supermutanten und ich glaube Gift habe ich gelesen. Jetzt sind die Schnelle, eigentlich egal, wurscht, ich bin eh voll live. Oder fast voll live, sagen wir es mal so. Aber wir haben eine neue Karte. Die kenne ich natürlich jetzt noch nicht so gut. Ja, es war Gift. Alter, was ist denn hier los? Ist doch mal schön. Ja, jetzt hör auf mich zu beißen, Mensch, du blöder Hund. So. Da hinten. Attacke. Oha. So, jetzt mal gucken hier. Also, verglaste Höhle finde ich ja schon mal mega geil. Ich hatte sie mir jetzt so noch nicht angeguckt in der Daily Ops. Ah, jetzt krieg ich schon wieder keine AP. So, einmal kurz hier rennen und einmal kurz hier rauf. Habe ich hier vielleicht auszusehen auch noch den anderen Ding drinne? Nee. Habe ich nicht drinne? Och, wir spielen doch nicht. Auch mit dem Gift finde ich... Ja, okay, da wäre ich eigentlich tot gewesen. Ja, das zeigst du mir aber recht früh an. Ja, man merkt, das Gift steckt halt auch schon eklig, ne? So, immer schön in der Nähe bleiben hier. Und immer noch mal ein bisschen schön Munition farmen. Wie gesagt, verglaste Höhle finde ich eigentlich ganz cool. Ich hätte sie gerne in, Laufquest gehabt, das ist sneaky. Jojo, komm hier, nächsten und nächsten. Na komm. Oh. Das tut doch böse weh hier. Zwischendrin hier nochmal raus. Kann ich auch hier draufstellen? Ne? Scheinbar. Gut, dann einmal kurz die anderen Nuka-Bonbons auswählen hier. Brauch mal Quantum-Zuckerwatte. Na, hier oben drauf werde ich nur beschossen maximal. Ja, aber Zeit, dass das, das Ausputzerchen weniger Watts Kosten kriegt. Hatten wir hier eigentlich drauf, hatten Wahrnehmung drauf. Na gut, Wahrnehmung ist jetzt auch nicht schlecht, weil damit treffe ich besser. Aber ich habe ja eh eher das Langreichweiten-Zielfernrohr bei sowas drauf. Und Rüstung muss nochmal gemacht werden, so ein bisschen. So, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt gleich hinrennen muss. Dann bin ich ja mal gleich gespannt. So, einmal nochmal zwischenlooten. Ein bisschen Bonus-Money. Give me Bonus-Money. Erst dich, dann dich. Ich glaube, ich müsste dann da hinten lang, ne? Muss hinten da sein, wo eigentlich immer so die Queen liegt. Nö. Beides verkehrt da hinten. So, lasst mich mal kurz durch hier. Ich bin Arzt und so. Aua, lass mich durch. Einfach laufen, laufen, laufen. Bin ich sogar hier durch? Ja, hier hinten bei der Queen. Habe ich mir schon gedacht. Dass das hier ist. Aber gut, hier sind ein paar andere Eingänge als in dem Hauptding. Hier ist man früher auch sehr häufig durch. Aber eine gute Sitzposition, um gegen die Hunde oder Nahkämpfer hochzukommen. Ist eigentlich ganz gut. Oh, kommst du nicht hoch, Hundi? Oh.
Armes kleines Hundi-Tuk-Tuk. So, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Ich hab noch ein bisschen Nuka. Bonbons. Ja, gleich den nächsten hier. Komm. Zack. Komm gar nicht richtig zum Looten hier. Keine Leiche in der Nähe. Bringen sie zu weit weg um. Wird sich eigentlich auch hier drinnen verstecken, ne? Lass sie doch kommen. Na, wie gesagt, neue Karte finde ich ganz cool. Bietet bald immer mehr Abwechslung. Bald hat man halt fast jeden Ort in der Daily Ops drin. Auch wirklich jeden. Und so hat man dann halt in der Daily Ops noch mal ein bisschen Abwechslung mehr drin. Gefällt mir sogar ganz gut. Weil Daily Ops macht man ja sowieso immer einmal täglich. Also ich zumindest. Und desto mehr Rotation da drin ist, desto geiler finde ich das. Die letzten Orte fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Mit Pittsburgh und Co. Deswegen jetzt hier mit der Verglasen. So wird es halt nicht langweilig, ne? Was man vielleicht nochmal einbauen könnte, wäre vielleicht nochmal einen dritten Spielmodi. Würde ich mir nochmal wünschen. Ich wüsste zwar jetzt nicht genau was. Hätte jetzt keine Referenz dazu. Aber wir haben ja jetzt eine Sneaky, eine Wahrnehmung verschärft. Vielleicht sowas wie Ausdauer. Schlechte Neuigkeiten. Da ist immer noch Feindaktivität. Ihr müsst euch das mal ansehen. Also sprich, dass die Gegner dann halt ordentlich Lebenspunkte haben. Der Kopf dieser kleinen Operation ist bestimmt in der Nähe. Misch das Ganze mal ein wenig auf. Ah, schon dabei. Ich mische und mische. Nicht immer so viel Boost mit dem Jetpack hier. So. Ach, das ist hinter mir. Oh. Oh. Oh, oh. Da hat er aber schnell viel Schaden und ich hatte ein Verdünntes drin, ne? Rausgedrückt. Was ist er dann? Na, warum hast du dich nachgeladen? Ne, 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 jetzt nicht prügeln hier. Holla, die Waldfee. Eine Sekunde zu spät. Oh. Der Tod hätte nicht sein müssen. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen falsch gelaufen. Eigentlich müsste ich das jetzt mal kurz auskosten und mir das hier nochmal genauer angucken. Weil die Laufwege sind ein bisschen anders als in der selbsten verglasten Höhle. Hier war das Verbindungsgerät. Ja, das ist der Weg, der dann runterführt. In den Endraum. Der aber nicht mehr in den Endraum führt, weil dieser zugemacht ist. Okay, hier ist nur noch die Hälfte da. Das ist der kleine See unten. Aber der ist wirklich nur zur Hälfte da. Kommen wir hier irgendwie durch oder so? Sonst sagen könnte auch gut, man hätte hier abkürzen können. Weil es sind ja schon recht lange Laufwege. Na, hier nehme ich nochmal Muni mit. Na, da wird's öfters heißen, müssen wir mal spielen. Gerade für Verbindungsgerät, ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Da sind wir rausgekommen.
Darf ich nochmal hier lang? Ne, der Kreisgang geht ein bisschen anders. Und hier ist dann die Mitte. Okay, gut. Ich werde es jetzt zwar nicht nochmal neu starten, war jetzt halt Pech mit dieser 1 Sekunde. Ja. Der Tod hätte jetzt nicht sein dürfen. Das Verlaufen hätte es rausgeholt, aber naja. Nicht so schlimm. Gab ja trotzdem noch legendären Stuff. Und wegen der 1 Sekunde, den traue ich nicht hinterher. Wir werden nochmal eine Daily Ops machen. Die Tage und dann passt das. Prinzipiell, Daily Ops gibt legendäres Zeug, gibt Munition zurück. Es ist halt selbst so immer noch profitabel. Und darauf kommt's an. So, dann muss ich jetzt mir aber hier nochmal kurz was aus dem Camp holen, damit wir hier nochmal wieder ein bisschen was zurechtkriegen hier. So, Popcorn, Quantum und hier. Nuka brauchen wir auch langsam wieder. Besuchertee und Dosenkaffee. So. Und nochmal ein bisschen Milch. Gut, wir haben jetzt noch Waffen verkaufen, Knochen herstellen und Leder herstellen. Und wir haben schon wieder eine Horde. Das gibt's doch nicht. Wunderbar. Mehr legendären Stuff. Auch wenn wir heute noch nichts rausgekriegt haben. Aber die Hoffnung bleibt ja immer bestehen, dass das so ein Sterneteil denn doch sagt, ja, hier kriegst du nochmal einen Bauplan. Selbst mit Mods bin ich zufrieden, auch wenn es jetzt ein Ghoul-Töter-Mod ist. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann dieses eine Event, was du haben musst. Wo du dann sagst, okay, hey, genau dort brauche ich jetzt nur Ghoul-Töter. Vielleicht haben wir irgendwann diese Schwierigkeit. Und wie gesagt, wenn man dann sagen kann, okay, gut, ich habe jetzt, sagen wir mal, 6 Module von Ghoul-Töter. 5 davon für die Rüstung. Würde Schadensverringerung sein. Und das ist nicht der Ursprung der Horde. Na, entweder hier. Ach Quatsch, hier oben. Der Steinbruch ist es. Ah, hallo Wendigo. Ich lass mich gerade so ein bisschen verstrahlen. Oh, nur so ein bisschen. Ich spiele eigentlich jetzt mit blutbefleckten Karten und spiele die ganze Zeit Full Life, also. Passt schon irgendwie, ne? Heute noch nicht einmal verstrahlt hier. Also nicht so richtig verstrahlt. Na gut, Waffenschaden bleibt ja an und für sich selbige. Bloß die anderen Karten könnte man eigentlich umpacken. Wenn dann wenigstens auf Full Life und so. Aber man merkt, mir fehlt die AP halt. In Full Life Bild. Die ich als Blutbefleckte zur Verfügung habe. Klar, reicht immer noch. Man kann immer noch genug Schandtaten machen. Das ist nicht das Problem. Und auch der Schaden reicht immer noch vollkommen aus. Na okay, man macht hier schon wieder einen Fanatiker. Nutze ich eigentlich dich, wenn wir ein Horden-Event haben. Ist das so viel einfacher? Sag ich doch. So, einmal mitnehmen. Komplett überladen sein. So. Hör doch mal auf mich zu schießen hier. Ich mach doch gar nichts. Ich bin doch so ein liebes Turtle. Dann gibt man Munition her hier und dann machen wir hier einmal kurz eine Verwertung. So, blups, blups, blups. Na, wir haben 2 Grubenhauer-Handschuhe. Aber nur 2. Na gut, das waren die Knochen sogar. Na komm,
Wollen wir verwerten? Und ja, wollen wir verwerten. Ich habe unnachgiebig freigeschaltet. Wow, als Bauplan sogar. Nur leider hat meine Rüstung komplett unnachgiebig. Sonst hätte ich jetzt sofort gebastelt. Aber ich hätte jetzt die Möglichkeit, mir eine andere unnachgiebige Rüstung jederzeit zusammenzubasteln. Das gefällt. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Dafür, dass ich davor eigentlich immer so mistig abgerottet worden bin, so nach dem Motto, so, ja, kriegst hier nur so ein bisschen was. Wie gesagt, unser erster legendärer Perk, den ich bauen konnte, war Taucher. Ja, also, wer mir sagen kann, dass er Taucher auf seine Rüstung macht, ohne das wirklich spaßig zu meinen, ja? Sondern wirklich, weil er sagt, nee, das ist ein sinnvoller Perk. Aber wirklich sinnvoll. Ich glaube, ich kenne keinen, der das sinnvoll findet. Also. Und ich baue schon jede Menge Quatsch zusammen. Also wirklich Quatsch. Ich gehe sogar eher von aus, so hier irgendwann wird mal Ghoul-Töters wertvoll. So nach Motto. Oder nachtaktiv mal als Gaudi geben. Tagsüber total verletzlich und nachts bist du denn der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Aber okay, ne? Sowas wie, naja, tauchen. Weiß nicht, dafür müsste es vielleicht irgendwie mal eine Karte geben, wo man es wirklich brauchen könnte. Man hat ja die Mechanik mit dem Tauchen. Es gab ja auch so zwei, drei kleinere Questen, wo man auch einen Taucheranzug für gekriegt hat. Wo man sagen konnte, hey, ja. Also Wastelanders hat ja die Mine, die man betauchen muss, mal so ein bisschen freigesetzt. Davon mal ein bisschen mehr, dass du wirklich so durch so ein Labyrinth tauchen musst. Und dann aber nicht so in der Art, ja, sagen wir mal, so als Event oder so, wo man wirklich sagen müsste, jo, das muss man öfters als einmal machen. Dann würde ich vielleicht davon sagen, ja gut, wenn du dich da unten ständig verirrst oder so, musst du halt gucken, dass du halt dir die Taucher reinpackst. Dann ja, aber ansonsten, nee. Irgendwie, nee. Genauso Bereich von Schlösserknacken, das ist auch so ein Ding, so Meißelinfiltrator 10.000 mal besser. 10.000%. Und wenn man es eigentlich gut geübt ist, dann kriegt man eigentlich jedes Schloss auf, da braucht man das nicht. So, wir müssen eigentlich noch Waffen verkaufen. Ich hoffe mal, ich habe genug Granaten. Ah, siehst du, da ist nämlich das Leder schon fertig. Bereiten Sie Blups. Sich hier auf Ihren nächsten Kill vor. Ja, ah, ich hatte dicke genug Granaten. Hey, alles durch. Und shit, wir sind schon bei 42. 46 war doch. Oh, da habe ich jetzt ein paar Punkte verschenkt. Ich hätte nochmal ein bisschen besseren Boost kriegen können. Shit. Shit happens. Passiert. So, jetzt haben wir nur noch die tägliche Goldstern-Challenge. Das heißt, wir haben jetzt noch ein Event, was wir jetzt free for all machen können. Oh, super Mutantenhorde. Ey, heute kommen die Horden. Immer weiter, immer weiter. So gefällt's. So gefällt's. So kannst du den ganzen Tag laufen. Ist noch ein Lightwolf hinterher. Bam. So. Batz, 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 batz. Nur schade, dass ich Räumungsbescheid verpasst habe. Junkie, Waffengeschwindigkeit. Ja, ich habe eine mit Nachladegeschwindigkeit. Ich habe eine Legacy. Schade, aber sie ist nicht handelbar. Nein, sie ist Junkie Waffengeschwindigkeit und Nachladegeschwindigkeit. Ich glaub's nicht. Damit haue ich erstmal den Beleidigungsbot tot.
Chunky, oh, jetzt muss ich die Waffe auch noch nachladen. Oh. Oh nee. Oh, was wiegt die 1, ja, die war ein bisschen schwerer als normale Dings. Ist halt der Vieheintreiber, ne? Ist jetzt nicht so OP, aber jetzt auch nicht so schlimm. Ist eigentlich eine anständige, halbwegs anständige Waffe. Einhändig. Aber, nee, ich glaube, ich hau's kaputt. Auch wenn's. Ich hoffe mal, ich krieg noch mit einer AP irgendwas, was man vielleicht nochmal handeln kann oder so. Ich habe ja schon 6 Stück davon. Deswegen, komm, wir gucken, dass ich da die anderen beiden Sachen kriege. Schade. Hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können. Aber okay. Ah, mit Nachladegeschwindigkeit kriegen wir es. Gut, wir hätten jetzt noch... Ach komm, ein... Event geht noch. Ein Event geht noch. Eins geht noch rein. Ein Event geht doch jetzt noch rein. Ich habe jetzt den Strahlenschlüppi gar nicht bei, ne? Sollte ich, glaube ich, nochmal nehmen oder nicht? Bin ich wieder gierig und verkack's denn? Unser Superkämpf wurde heute Nacht von Mutanten angegriffen. Bitte helft uns. Mein Name ist Kenneth Dean. Bin gierig und verkack's jetzt. Ich glaube, ich bin der letzte Überlebende. Und halte wahrscheinlich nicht mehr lange durch. Die Mutanten sind weg. Vorerst. Beeilt euch und zerstört ihre Fleischsäcke, wenn ihr herkommt. Das dürfte sie vertreiben, wenn sie zurückkehren. Im Krater befindet sich eine Maschine, mit der ihr die Strahlung in der Gegend beseitigen könnt. Sorgt dafür, dass sie weiterläuft. Sonst kriegen wir den Bau hier niemals fertig. So, dann wollen wir einmal reparieren. Ich werde mit dem Vierfach hier nicht so viel Schaden machen, dass ich sie instant eliminieren kann. Also haben wir ja sowieso schon wieder ein bisschen was geändert hier. Natürlich haut er mich runter. Das Problem ist, ich bin jetzt auch nicht ganz blutbefleckt. Das heißt, ich muss jetzt hier auch so zwischenlooten, sobald da ein Legendärer bei ist. Oh, 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 oh. Das werde ich sowas von verkacken. Ich hätte mir den Strahlenschlüppi holen sollen. Ah. Ich gönne mir mal kurz eine harte Limo, um den Effekt hier mal so ein bisschen auszugleichen. Ein Stück fehlen noch. Fehlt nur noch einer. Das ist der nicht. Den hatten wir schon. So. Gut. Muss ich schon wieder zwischenlooten? Sag mal, wo ist denn das letzte Ding? Hab's gefienst. Jetzt wird's das hartig. Oh, was Legendäres und ich muss da hinrennen. Nein! Oh, das wird so. Da ist noch einer. Oh, ich muss es looten, bevor es weg ist. Und jetzt ist... Ja, genau, jetzt kommt da der Brandstifter. Oh, das ist so mistig, dass wir momentan keine Fleischhaufen haben. Und ich jetzt sowieso schon überladen bin. Ah, das ist so super. Das heißt, ich muss sneaky dran vorbeigehen. Okay. Der Filter kaputt ist, werde ich nicht schnell genug hochkommen. So, kriege ich vielleicht durch dich hier alle? Ah.
Mehr essen, mehr essen. Gut. Muss da wieder runter. Mal zwischendrin mal looten. Hauptsache, ich habe meinen Loot jetzt hier schon zwischen. Wenn es jetzt nicht schafft, ist mir wurscht. Hauptsache, ich habe schon ein paar Items. Hauptsache, ich habe schon ein paar Items. Okay, bin versteckt. Nochmal zwischenlooten. Genau durch dieses Zwischenlooten achtest du halt nicht so richtig, wann die Gegner kommen. Nicht so gut. Ah, war wieder ein verdünntes dazwischen. Ah, das mag ich ja überhaupt nicht. So, dich nochmal, dich nochmal. Dich nochmal. Haben wir ein Stimpack. So. Hör dich, aber ich sehe dich nicht. Da. Oh. Nachladen. Wollte ich hier oben auch nochmal schnell looten? Bild hat gut Schaden gekriegt. Nimm ich schon mal ein Red Away. Nimm Stimpack. Oh, Lechis. Kurz mal ein bisschen was essen. Der geht das Ding kaputt. Ich kann es nur halten. Boah, das strahlt ja doch noch deutlich länger. Okay, gut. Gerade wieder weg, gerade so. Aber das Ding ist schon wieder gleich im Eimer. Oh, das ist blöd, wenn du überladen bist, ständig nur noch am Kaugummi fressen bist. Ich muss schon wieder looten. Ja, jetzt wird sogar noch ein Rüstungsteil kaputt gegangen. Ja, muss ich kurz aufstehen. Überladen da jetzt hinschlappeln. Ich kann halt nicht rennen. Das werde ich auch nicht schaffen, oder? Nehmen wir einen guten Schub. Ne. Oh doch! Oh, Alter, aber jetzt bin ich verstrahlt. Na, ah, jetzt waren sie im Filter schon wieder kaputt. Ich brauche zu lange. Ne, ah, da ist schon wieder Strahlung. Muss er noch nicht mal ran. Ah, ich bin schon wieder überladen. Das gibt's nicht. Kannst nicht alles gleichzeitig machen? Ne. Schaden tanken plus Verstrahlung kriege ich jetzt nicht hin. Ist vorbei. Das war's. Aber wir holen uns trotzdem noch die Gegner. Ja, so ohne Power-Rüstung nicht machbar. Noch nebenbei zu looten.
wenn du das Gewicht nicht halten kannst. Ja, fehlgeschlagen. Schade. Gut, um die Module ist es mir jetzt nicht so schade. Die 5 Module, die ich maximal hier rausgezogen hätte. Im Endeffekt wäre es so oder so nur einer gewesen, aber egal. Na, lass mich durch hier. Das ist noch legendäre. Na, da ist auch noch einer. Jetzt müssen wir erstmal kurz die Strahlung rausnehmen. Das ist kein Red Away mehr. So. Ja, nimm alles einmal mit. Ah, Strahlung ist schon weg. Gut. Können wir uns den Rest hier mitnehmen? Eieieiei. 700 Kilo. Ja, wird Zeit, dass die Rüstung richtig dick wird. Achso, halt, ich muss ja noch meinen Schrott wiederholen. Bin nach Ende des Events gestorben. Das nehmen wir natürlich auch nochmal mit. Jetzt gehen wir nochmal dick verwerten. Bin echt am Überlegen, mir Strahlenresistenz auf die Rüstung zu ballern, statt AP-Regeneration oder Schleichen oder irgendwas in der Richtung. Ach ja, man kann ja das Zelt ja jetzt hier oben nicht mehr hinstellen, ne? Die Bereiche sind ja jetzt größer geworden. Muss ja sonst wohin laufen mit dem Ding. Muss ja bis hier hinten hinlaufen. Ei. So, aber anstachelnd, ja? Waffengeschwindigkeit. Verwerten. Schade, nichts. Blutbefleckt, was haben wir hier? Auch nichts. Aristokrat? Auch nicht. Junkie? Nein, auch nicht. Nochmal Junkie. Auch nicht. Das können wir alles so normal verwerten. Ah, ist halt ein bisschen blöd. Momentan mit dem Verwerten ist, finde ich, ein bisschen doof. War halt immer zwischendrin schon looten müssen, so viel. Gerade so was überlädt dich halt ständig, wenn die Rüstung nicht Gewicht auf Waffe hat. Ist halt ein bisschen ärgerlich, ne? Klar, am Ende sitzt du dann trotzdem wieder da und hast dein ursprüngliches Gewicht durch das legendäre Verwerten. Ist so ein Event natürlich ganz geil, aber das mit den verdünnten Stimpaks, das bricht mir dann jedes Mal das Genick, wenn ich dann auf Full Life spiele. Weil das ist ein verdünntes gewesen. Das ist nichts. Dafür habe ich zu viel TP. Gut, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.